Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mass Effect. Ich wollte gerade sagen Mass Effect Pillars of Eternity. Mass Effect 1 Legendary Edition und wir... Oh Gott. Ich glaube, wir haben einfach weiter Sternensysteme angeschaut. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hatten wir die anderen schon angeschaut? Ich habe leider ein paar Tage nicht mehr aufgenommen und weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich lese mal. Mal gucken. Wir werden es schon rausfinden. Der Neuka oder der Neuka. Der Neusa, der Neusa ist ein riesiger terrestrischer Planet, fast doppelt so groß wie die Erde. Seine Umwelt gleicht der vom Mars. Trocken, mit einem Mix aus felsigen Basalthochlandzonen und vom Sand fein geschliffenen, eisenversetzten Silikatstaubwüsten. Der Neukas Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid und Argon, aber die Masse des Planeten ist groß genug, um messbare Mengen Heliums und sogar molekularen Wasserstoff in seiner Atmosphäre festzuhalten. Die Gravitation des Planeten ist so groß, dass er fast ein Dutzend kleinere Satelliten, zum größten Teil Asteroiden, um sich gesammelt hat. Seine Oberfläche ist von den Kratern vieler schwerer Einschläge zerklüftet, die die letzte Ruhestätte anderer angezogener Asteroiden bilden. Nee, ich glaube, die haben wir noch nicht durchgelesen. Wir sind nur in dieses Sonnensystem reingereist. Sunetma ist die zweite der beiden ariden superterrestrischen Welten des Amazonensystems. Sunetmas Masse ist bedeutend geringer als die der wie wird das ausgesprochen? Der Neokas. Klingt alles dumm. Die Atmosphäre besteht aus Kohlendioxid und Ethan. Die Permafrost-Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus eisenhaltigen Silikaten mit Vorkommen an Schwefel. Ah, Kunden. Seltenes Element entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein kleines Vorkommen von Polonium entdeckt. Wird also nicht ganz so viel Geld bringen. Sibin. Der kleine Eis- und Felsenplanet Sibin hat eine extrem dünne Atmosphäre aus Schwefel, Wasserstoff und Ethan. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesium und Silikaten mit Vorkommen an Eisen. Sibins Kruste enthält bedeutende Vorkommen an grünen Serpentinstein. Ein Mineral, das durch vulkanische Aktivität entsteht. Ich bin gerade erst aufgestanden und mache direkt eine Aufnahme, deswegen bin ich noch total im Wind. Im Wind, durch den Wind. Ihr seht, ich kann gar nicht mehr reden, aber vielleicht macht es die Aufnahme lustiger. Das legt nahe, dass Sibin in ferner Vergangenheit geologisch aktiver gewesen ist. Turianische Insignien gefunden. Beim Scan des Planeten Sibin haben sie ein großes Minenrasterfeld im geosynchronen Orbit gefunden. Mit Hilfe von Navigator Presley konnte ihr Aufklärungsteam eine kleine unbemannte Sonde mit den Insignien des Quadim-Außenpostens bergen. Hier gibt es aber viel in diesem Sonnensystem. Na, ist denn hier auf jedem Planeten was los? Trema ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gasriese mit Spuren von Methan und Stickstoff in seiner oberen Atmosphäre. Gasvorkommen entdeckt. Mittels Orbitalscans haben sie ein großes Vorkommen von Stickstoff entdeckt. Vielen Dank. Das war's, dann erkunden wir mal, oder wir landen mal auf Argebinium. Ist eine kleine terrestrische Welt mit einer extrem dünnen Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Krypton. Obwohl der Planet ausreichend Masse hätte, eine dichtere Atmosphäre aufrechtzuerhalten, wurde ein Großteil davon hinweggefegt. Beim roten Riesen Amazon handelt es sich um einen langperiodischen, veränderlichen Stern. Im Moment befindet er sich am Fußpunkt seines 16-Jahre-Zyklus. Auf seinem Zenit, bei dem sich sein Energieausstoß verdoppelt, überflutet er Argebinium mit extremer Hitze und Strahlung. Die Kruste besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen von Zinn. Ein Großteil der Oberfläche ist mit feinem Silikatstaub bedeckt, der leicht in die kleinsten Öffnungen eindringt und Maschinen verunreinigt. Ist das ein Nebenquest oder warum können wir hier landen? Wie immer, meine Freunde. Oh, stimmt, es gab doch irgendein Nebenquest, wo Liara... Ach nee, Quatsch. Bei den anderen gab es Nebenquests. Von Garrus Vakarion gab es Nebenquests, wo er gerne dabei wäre. Dann nehme ich ihn dann wahrscheinlich mit. Falls ich da in dem Moment dran denke. Oh nein, ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Hier ist ja verdammt rot. Der rote Planet Mars, oder was? Das sieht schon sehr angsteinflößend aus, wenn das so groß und nah ist, dieser Stern. Was ist denn hier los auf dem Planet? Spionagesonde der Allianz. Ach, deswegen haben wir die Information bekommen von der Allianz, weil wir uns direkt in diesem Sonnensystem befinden. Da können wir direkt das Nebenquest machen. Alles klar, Anomalie und Trümmer. Ja, dann würde ich sagen,
Nehmen wir die Spionagesonde als letztes. Bestimmt werden wir da kämpfen müssen. Vielleicht auch an den anderen Orten, ich weiß es nicht, aber da das ja im Endeffekt das Haupt... Ja, wir gehen jetzt, wir fahren hier drüber. Da das ja im Endeffekt das Hauptnebenquest ist, werden wir es als letztes angehen und die kleinen anderen Punkte als erstes. Vielleicht finden wir auch auf dem Weg dahin noch irgendwie ein Mineralvorkommen. Mal gucken. Kriegt ein bisschen Geld, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Spectre-Waffen gekauft, oder? Fehlt noch eine? Ich glaube nicht. Dann brauchen wir wahrscheinlich gar kein Geld mehr, weil wir sonst nichts kaufen müssen. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen coolen Anzug. Vielleicht kommt ja auch der Spectre-Anzug erst später und ist dann super teuer. Mal gucken. Hui! Erinnert wirklich an den Mars. Also, ich war noch nie auf dem Mars, logischerweise. Da drüben ist irgendwas. Ich war noch nie auf dem Mars, aber im Sinne von, wie man sich den Mars so vorstellt, weil ja immer als roter Planet bezeichnet wird. Da rechts ist noch ein Fragezeichen, das nicht auf der Karte war. Da ja immer als roter Planet bezeichnet wird und die Bilder, die man so gesehen hat, deswegen erinnert mich das hier an den Mars. Vielleicht ist ja auch dieser Planet dem Mars nachempfunden. Wir haben sich davon inspirieren lassen, keine Ahnung. Eine Leiche. Wollte eigentlich nur hinsprinten. Komplett verbrannt. Entdeckung. Nachdem sie die Brandspuren auf der Tür des Antigravitätsbeschleunigers weggewischt haben, konnten sie den Unternehmensnamen Nezo lesen. Dem Grad der Verkohlung zufolge liegt das Wrack schon seit dem letzten Strahlungshöhepunkt des veränderlichen Sterns hier. Die Leiche trägt einen teuren Raumanzug und etwas, das wie eine geschmolzene antike Pilotenbrille aussieht. Mhm. Das war's, oder was? Okay. Ashley. Ach, sind Ashley. Heißt das Ashley? Ne, sie ist Ashley, hä? Was hat denn das jetzt gebracht, die Leiche da zu finden? Verstehe ich nicht. Beschädigtes Fahrzeug. Ja, beschädigtes Fahrzeug. Hm. Geben Sie mir Deckung. Ja, das Gefühl, ich habe hier irgendwas übersehen, aber... Man kann doch bei diesen Beschädigten, vor allem beschädigt, das ist komplett zerstört, hier ist überhaupt nichts beschädigt. Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte hier irgendwas übersehen, aber da ist nichts weiter. Es ist, naja... Vielleicht hat das irgendwas mit dem Nebenquest zu tun, das dann... Wobei, nee, das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Die Sonde ist ja nicht bemannt gewesen. Sehr merkwürdig. Egal. Und auch mit diesem Bereichskarte-Info freigeschalten. Das Einzige, was auf der Bereichskarte aufgetaucht ist, ist halt dieser Punkt des beschädigten Fahrzeugs. Ich habe gedacht, dass jetzt vielleicht noch irgendwelche anderen Punkte auf der Map öffentlich werden. Ah, da drüben ist doch auch noch was, oder? So, das ist das Lager, ja, okay. Noch eine Leiche? Sind wir hier eine Runde rumgelaufen oder was auf dem Planet? Fuck, Bergen. Warum müssen wir denn bei einer Leiche dechiffrieren? Was ist denn hier los? Wie dechiffriert man denn bitte schon eine Leiche? Suriani in Sydney gefunden. Diese Leiche scheint weit weg von ihrem Zuhause und schon eine lange Zeit hier zu sein. Auf der Leiche liegt ein Buch mit Zeichnungen, darunter auch die Insignien der Siegler-Außenpostens. Wenn die Leiche schon so lange hier liegt und dieser Planet alle 16 Jahre irgendwie extreme Strahlung aussendet, dann werden die doch schon bestimmt zerstört würden, diese Leiche. Also, der darf doch eigentlich nicht mehr da liegen. Naja, was soll's. Wie gesagt, kleine Detailfehler gibt's hier immer wieder im Spiel. Also, meiner Meinung nach war das ein Fehler. Es gibt keinen Sinn, dass die Leiche lange hier liegt und dann auch vollständig erhalten, oder was heißt vollständig verbrannt erhalten ist. Hier haben wir auf jeden Fall ein Lager, das ist interessant. Und das sieht sogar noch ziemlich gut aus. Also das muss ja erst vor kurzem hier gewesen sein. Das kann ja nicht da gestanden haben, als der Stern wieder sein Strahlungsmaximum erreicht hat, weil sonst würde doch hier nichts mehr dastehen, oder? Also das müsste doch dann kaputt sein. Aber wie es aussieht, können wir ja gar nichts machen bei dem Lager.
Okay. Merkwürdig. Dann zurück ins Marcos. Irgendwie blendet mich. Moment. Ich lasse noch schnell meine Jalousie runter, weil wie gesagt, genau hinter mir ist ein Fenster. So. Jetzt sieht es schon deutlich besser aus. Also ihr seht natürlich keinen Unterschied, logischerweise. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine fliegende Untertasse, nur dass sie nicht mehr fliegt. Ne, das ist ein Mineneingang. Bei dem können wir gar nichts machen, oder was? Also, was ist denn hier auf dem Planeten los? Haufen interessante Sachen, mit denen wir aber nichts anfangen können. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder eine Leiche untersuchen dürfen. Ne, doch nicht. Irgendwelche Trümmer, abgestürzte Sonde. Da macht es schon mehr Sinn, dass wir die kurz schließen müssen. Okay. Und alles nur für irgendwelche Ausrüstungsgegenstände. Aha. Ich würde lieber mal wissen, was hier los ist. Hallo. Was war denn das für ein... eine Mine da, und was war denn das für ein Lager, und warum ist denn da niemand mehr? Sehr merkwürdig, und ich glaube, wir haben wieder den besten Weg genutzt. Oh, komm. Hoch mit dir. Also die Nebenschauplätze auf dem Planeten waren ja überaus langweilig. Hoffen wir mal, dass die abgestürzte Sonde interessanter ist, aber wie gesagt, da gibt es bestimmt irgendwie einen Kampf oder so. Also dass wir jetzt einfach nur die Sonde einsammeln, kann ich mir nicht vorstellen. Hast du hier quasi nicht runterfallen, aber wir, weiß ich nicht, fast 100% Gefälle haben. Das ist doch auch eine Mine. Was ist denn hier los? Okay. Ich dachte, hier befindet sich einfach die Sonde von... Minenschacht. Das ist die Quelle des Signals. Eine Falle. So muss es sein. Ja. Das Ding ist nicht abgestürzt. Jemand hat es hierher gebracht. Da unten befindet sich eine Nuklearwaffe. Wir können sie nicht da lassen. Bleiben Sie wachsam. Okay, Shepard. Eine Falle, mal wieder. Wer hätte das gedacht? Aber wer hat denn jetzt diese... Ich bin ja mal gespannt, wer diese Falle gelegt hat. Also die geht, werden es wohl kaum gewesen sein. Das passt nicht so richtig zu denen, finde ich. Noch keine Gegner. Hier in solchen Schächten wäre es immer cool, wenn man halt so Taschenlampen-Szenarien hätte, aber gibt's leider nicht. Was habe ich denn eigentlich momentan ausgerüstet? Ach was, schon wieder? Ach so, ja, stimmt. Die beiden können ja noch Punkte bekommen. Ich glaube, Sturmangriffstraining wollte ich ihr geben, oder? Ja. So, und bei ihr, was war's bei ihr? Dämpfung, oder? Ja, ich wollte kurz gucken beim Shepard, was ich da ausgerüstet habe gegen synthetische Ziele. Also da glaube ich... Ja, ich weiß halt nicht, ob synthetische Ziele sind. Wir gucken erstmal, aber ich glaube eher, es sind... humanoide Ziele. Verdächtig ruhig und leer hier drin. Ich sehe auf dem Radar überhaupt nichts. Okay. Das sieht aber nicht aus wie eine Falle, sondern wie irgendein Bergbauunternehmen, was hier entweder Ausgrabungen oder Forschungen betrieben hat. Wobei Ausgrabungen sind ja auch Forschungen. Also was entweder Minenarbeit oder Forschungen betrieben hat, da kommen wir nicht rein.
Shepard. Endlich. Sie sind im Vorteil. Mein Name ist Elanos Haliart. Ich bezweifle, dass Sie ihn kennen. Wer führt die Terminus-Clans Ihrer Meinung nach an, Shepard? Tausende von Piraten, Sklaventreibern, Kriminelle jeder Machart? Bei den meisten kriminellen Organisationen ist es derjenige, der als der erfolgreichste angesehen wird. Das ist richtig. Derjenige, der die meisten Männer getötet, die meisten Schiffe erbeutet und die meisten Kolonien ausgeraubt hat. Vor 3 Jahren war ich der Stärkste. Ich nutzte meinen Einfluss, um eine Flotte zusammenzustellen. Wir wollten ihr Volk aus dem Randsektor vertreiben. Sie haben hinter dem Angriff auf Elysium gesteckt. Ich war der Motivator, der Anstifter, der Ruhm und Reichtümer versprach, wenn die größte Menschenkolonie des Clusters geplündert wird. Der die Schuld für das Scheitern bekam. Ich war ruiniert, als Ihr Volk dem Angriff standgehalten hat. Wie könnte ich meinen Ruf besser wiederherstellen, als indem ich den ersten menschlichen Spectre eliminiere? Meine Crew wird mich holen. Sollen sie nur. Wir werden bereit sein. Ein Allianzkriegsschiff wäre eine gute Beute. Oh, und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, das Erz hier ist mit Schwermetallen durchzogen. Das Funkgerät Ihres Anzugs kann nicht da durchdringen. Wir werden einen Weg hier rausfinden. Das bezweifle ich. Leben Sie wohl, Shepard. Was machen wir jetzt, Shepard? Wir haben Luft und Licht. Und die Normandy ist noch im Orbit. Wir suchen uns einen anderen Ausweg. Es ist zu spät, um herauszukommen. Sie müssen die Bombe deaktivieren, bevor sie hochgehen. Okay. 10 Sekunden. Jetzt haben wir plötzlich 13 Sekunden. Was denn nun? Ich denke, wir haben 10 Sekunden zum Deaktivieren. Oh, das war schwer. Halt. Ach so, noch ein. Oh. Ja, aber wieso haben wir denn jetzt wieder mehr als 10 Sekunden? Sie haben die Bombe deaktiviert. Das ist super einfach. Bereit. Ich bin hier. Also gar keine Gegner, sondern das war einfach nur so eine kleine Falle, Rätsel, Bombe im Nacken und jetzt wieder rausrennen. Na gut. Dafür ist aber ja echt viel Material runtergeschafft worden. Das war jetzt ein simples Nebenquest, ey. Oh. Da müssen wir auch nichts von unseren Waffenmodifikationen ändern. Jetzt kommen wir schon raus, oder wie? Es war einfach nur ein anderer Minenausgang. Es ist ja super billig. Ach so, das ist der Minenausgang, den wir gesehen haben. Ja, aber trotzdem, super billig. Ach, und mit... Ach, können wir jetzt einfach zurück zur Normandy? Das ist ja einfach... Was war denn das für ein billiges... Oh Gott, das war ja richtig schlecht. Das war's jetzt einfach, oder wie? Ich dachte, da kommt noch mal wenigstens irgendwie... Irgendeine... Verlorener Frachter? Haben wir das jetzt abgeschlossen? Die Spionagesonde. Versuchen Sie aus Halias Falle zu entkommen und ihn dabei möglichst zu töten. Ach so! Aber wir waren noch zurück auf der Normandy. Es ist doch alles wieder gut. Das verstehe ich nicht. Habe ich das jetzt falsch gemacht oder was? Dieses Nebenquest? Wir hätten bestimmt dahin zurückgehen müssen, wo der Eingang war. Und da hätte der auf uns gewartet, denke ich mal. Ich glaube, wir müssen echt nochmal laden, oder? Wenn wir das Nebenquest beenden wollen. Also wir fahren da jetzt mal hin, aber ich glaube nicht, dass er was auf uns wartet. Ansonsten würde ich nochmal laden und würde gucken, ob wir da hinlaufen
Oder wenn wir da hinlaufen, ob sich da was ändert, weil ich glaube, das Nebenquest muss ich anders abschließen. Weil wir sind ja entkommen. Wir sind ja entkommen. Wir waren zurück auf der Normandy und trotzdem stand im Tagebuch bei den Aufträgen immer noch, entkommen Sie und töten Sie den bestenfalls. Aber ich bin ja entkommen, also muss ich irgendwie... Das ist wahrscheinlich ein Bug, also irgendwie habe ich nicht den Missionsausgang getriggert, weil die wahrscheinlich nicht davon ausgegangen sind, oder weil die vergessen haben zu deaktivieren, dass man einfach auf die Normandy zurückkehren kann. Ah, jetzt haben wir da zumindest, wenn ich das richtig sehe, einen Gegner, oder? Ja, da schießt jemand. Jetzt ist es natürlich super einfach, weil wir einfach mit... mit unserem Markus hier kämpfen. Womit die wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Halten aber echt verdammt viel aus. Ach hier. Ich sie einfach noch weghaut und dann ich stirb, verdammt. Halle hat sich einige Mühe gemacht, um sie hierher zu locken. Zu schade, dass es so enden musste. Für ihn jedenfalls. Jetzt, wo sie wieder an der Oberfläche sind, funktioniert auch die Funkverbindung ihres Kampfanzugs zur Normandy wieder. Es wird Zeit zu verschwinden. Oh, es war wirklich ein Bug. Krass. Es war wirklich ein Bug. Zum Glück bin ich zurückgekehrt. Unfassbar, ey. Was für ein Quatsch. Geil. Ich hätte einfach abhauen können. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir haben es nicht gemacht. Wir waren nett und haben die Mission korrekterweise beendet. So, dann würde ich sagen, ist das auch ein guter Punkt, um zu cutten. Und beim nächsten Mal, wir können jetzt schon mal ins nächste Sonnensystem reisen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, liken, abonnieren, kommentieren, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, kein weiteres Video verpassen. Das hier ist ja bestimmt ein Hauptquest. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich weiter vorgehe. Also mache ich erstmal die anderen Sonnensysteme, wo kein Hauptquest angezeigt wird. Und gehe dann zu Pheros und dann zu Wirmeier oder wie auch immer das heißt. Ja, ich glaube, so machen wir es. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skyllianischen Randsektor verstärkt zu Geth-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Geth-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Wissen wir denn, was sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden bleibt ihre oberste Priorität. Aber sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis, da machen wir dann hier weiter. Bei diesen 4 Systemen. Bleibt cool.